geht's. Folge 4! Heute werden wir nach einem kleinen Warm-up nochmal alles wiederholen, was wir bisher gelernt haben. Also Flug drehen und dann aber auch das seitliche Rutschen, das alpine Fahrverhalten und das möglichst anwenden. Dann werden wir eine kleine Videoanalyse machen, die Teilnehmer filmen, damit sie sich selber sehen. Guck mal, wie stark du jetzt Richtung Berg hängst. Ja, voll. Wenn du jetzt noch tiefer gehst, noch mehr beugen, hast du hier schon super Tempokontrolle. Noch mehr das Schienbein, zack, nach vorne. Noch mehr nach vorne. Okay. Das war das aktiv Beugen von Sprung auf Kniegelenk. Schaut langsamer aus, als es sich angefühlt hat. Das ist immer so am Anfang. Wir schauen uns jetzt eine andere Piste an, da waren wir gestern noch nicht. Wieder neue Herausforderungen, die wir ganz sicher meistern werden mit unserem tollen Skilehrer. Auf geht's! Gestern oben gestanden sein, der als erstes Stück ist ja relativ steil und ich hätte mir nie getraut, da allein runterfahren. Und heute haben wir es halt einfach irgendwie gemacht, keine Ahnung. Das ist schon krass. Vor 2 Tagen hätte ich mir das nie erwartet, dass wir so schnell lernen werden. Wirklich sehr, sehr toll. Tag 4 war sehr, sehr cool. War wirklich ein sehr guter Tag. Und es hat richtig viel Spaß gemacht heute, weil wir mal vom Flug jetzt weggegangen sind zum Parallelfahren. Neue Abfahrt, neue Strecke, das war spannend und schön. Und dann haben wir da eine Schnellkurvenfahren gemacht schon. Und da hat er mich gelobt, dass es schon gut ausschaut. Man hat dieses Angstgefühl nicht mehr irgendwie. Auch schon ein paar steilere Passagen. Und 2 Fun Slopes. Es war ganz lustig, wie wir durchboxen und beim Abklatschen von diesen Figuren, die da am Rand stehen. Tür auf, Tür zu, Bongo Bongo. Da haben wir dann eben so Übungen gemacht, wo wir im Flug Tür auf gehabt haben, dann haben wir Tür zu, haben dann eben Gewicht auf den rechten Skikopf. Ganz lustig war das Basketballspielen, in Anführungszeichen. Wir haben dann Schneeball genommen und haben den immer so hochwerfen und wieder fangen müssen. Das ist mir relativ gut gelungen als einzigen, weil ich auch jonglieren kann. Da haben wir dann die anderen mit unserem geretteten und nach unten gebrachten Schneeball die anderen abschießen dürfen. Das war recht lustig. Was Christoph immer und wieder mir sagt, langsam ist es. Das hat er sehr oft gesagt. Man kriegt mittlerweile schon Selbstvertrauen auf der Piste. Ist echt schon gut. Und haben schon allein zu gestern einen irrsinnigen Fortschritt festgestellt. Fixe Masse gerade Also ich brauche eine Sauna für den Muskelkater.